Bullseye. Und damit gucken wir, wo wir aufgehört haben. Beziehungsweise, ich weiß ungefähr, wir waren in der Wüste von Alfheim. Da gab es so zwei Bereiche, so wie es aussah. Den einen haben wir gemacht, bis auf, ich glaube, den Berserker, ne? Oder das waren diese Dreifach-Berserker quasi. Und in der anderen, genau. Das ist, glaube ich, alles, was hier fehlt. Und in der anderen, und dann ist der Rest dann hier drüben. Und ich glaube, da fangen wir jetzt heute an. Und gehen auch zuerst dahin. Weil zum einen bin ich allein dadurch, dass wir jetzt eine Woche oder so nicht drin waren, halt gar nicht drin. Und kann ich einfach einen Wegpunkt setzen? Nee. Oh Gott. Ist das nur bei mir so laut? Ich glaube, das ist nur bei mir so laut, ne? Wenn irgendwie sehr laut ist oder sonstiges, einfach scheiße, einfach mal kurz schreien. Ja, aber also ja, ist ein paar Tage her, ne? Ich bin im Fallsystem und so nicht mehr gerade so drinne und ne, bla blub. Ausreden hier, Ausreden da, Ausreden tralala, wisst ihr Bescheid. Dementsprechend suchen wir die große Mauer, da drüben ist sie. Und gehen da durch. Wenn ich ab und zu nach oben schiele, einige von euch werden es wissen, also. Ich habe schon gemerkt, ein bisschen Crossover gibt's da in der FM-Szene wieder, zum Wrestling wieder, ich habe nebenher NXT am Laufen. NXT Stand and Deliver. Wenn wir heute Abend auf die erste Nacht WrestleMania reingehen, ich meine theoretisch können wir das auch on-stream gucken, ne? Weiß ich nicht. Aber, ne? Also nur so rein hypothetisch, theoretisch. Hier ist auch nur Sturm, haben sie gesagt, ne? Im mystisches Tor, das ist schon mal super. Hier ist noch Sturm, ne? Haben sie gesagt. Das Hjarta. Vielleicht sollte ich die Leute aber ein bisschen reden lassen, ne? Aber ich muss daran glauben, dass wir Alfheim auf lange Sicht Gutes tun. Also ist hier wieder so ein schreines Vieh, vielleicht. Also vermuten wir, aber ist es wahrscheinlich nicht, weil das wäre zu einfach, ne? I guess die Vermutung ist, dass hier nochmal so ein Vieh ist, das wir befreien und dann der Sand wieder weg. Aber ich denke mal, das würde auf irgendwas anderes rauslaufen. Die verbotenen Sande. Hier sieht doch gut aus. Also irgendwas ist hier. Lied der Sande. Okay. Emil, warst du hier? Lied der Sande. Das. Psst. Nein. Mensch. Nein. Ab. Psst. Meine Güte. Da ist der zweite Berserker-Grabstein. Da hinten ist ein Yggdrasil-Riss. Na gut, effektiv müssen wir eigentlich hier hin. Ne? Wahrscheinlich, weil wir wollen erstmal den Sand loswerden. Und dann, also halt ähnlich wie wir es auf der anderen Seite auch gemacht hatten. Ne? Und dann, wenn wir den Sand los sind, können wir... Habe ich hier schon einen Raben? Natürlich habe ich den Raben. Treffe ich den von hier? Wenn man sie auf... Sag mal. Wenn du auf ein was verlassest, dann ist es meine Fähigkeit, Raben zu finden. Safe Call. So, haben wir jetzt die Kompassmarkierung gelöscht oder sind wir hier? Wir sind in der Gegend. Wir müssen hier den Eingang finden. Wir gehen mal zu Fuß tatsächlich. Da drüben leuchtet irgendwas. Gucken wir mal. Vielleicht da drüben, wo es leuchtet, I guess. I don't know. Oder hier. Da ist auch wieder so ein Loch, ne? Also so ein, weiß nicht, I guess das ist Treibsand. Vermute ich. Aber hier geht so eine Höhle rein, ne? Das sieht doch gut aus. Dann. Das hat sich doch vielversprechend an da unten. Ja, ja. Er würde unsere Arbeit hier begrüßen. Ja, das Lied der Sande zu hören ist ein seltenes Privileg. Auch wenn es nur ein Solo ist. Oder ein Duett, wenn dieses Hafgufer frei ist. So. Dann brauchen wir einmal Freya. Pipiu. Danke.
So, was erwartet uns hier unten? Das ist die große Frage. Die Baue. Ist hier auch irgendwas? Zwei legendäre Truhen, ein Wissen, ein Artefakt. Okay. Also haben wir Truhen und Sachen an Leichen, die wir suchen, effektiv. Oder Sachen am Boden. Wir suchen weder Raben noch Nornentruhen noch ähnliches. Okay, das, was mich jetzt ein bisschen stört, also OCD-technisch, I guess, dass wir hier keine Richtung haben, ne? Wir können in alle Richtungen. Also, wir haben den Kompass, I guess, ne? Klar. Aber. Ja, ne? Sonst halt keine Richtung. Das ist natürlich keine legendäre Truhe, aber das ist zumindest schon mal der Gang nach oben abgeklappert, ne? Das ist ja schon mal gut. Haben wir ein Ding abgehakt. So, der Kompass geht nach da, dann checken wir nochmal kurz da. Geht es hier weiter? Nee, I guess hier kommen wir später raus. Das sieht wie die Rückseite von so einer Wand aus mit diesem blauen Zeichen drauf, durch die wir voll durchschallern können. Dementsprechend vermute ich, dass wir jetzt dann nur noch hier lang können. Und das ist schon mal gut, ne? Das ist schon mal wieder gut. Dann gehen wir nach unten. Dies scheint schon wieder der einzige Weg. Was ist das? Diese Art von Stocksubstanz ist geräuschig. Ah. Ha, okay. Das können wir so zeitmäßig aufmachen. Aha, hier ist was. Sowas muss man aufpassen, ne? Könnte auch ein Wissen sein. Macht es in dem Fall nicht. Aber sollten wir nicht übersehen. So, runter können wir wahrscheinlich nicht, genau. So. Warum wir das jetzt hier freigemacht haben, weiß ich aber auch nicht, ne? Bin ich ehrlich. Weil rein können wir hier auch nicht. Wir haben hier das Zeug dahinter kaputt gemacht, aber ich glaube, gebracht hat es uns nichts. Da unten ist eine Truhe, aber auch keine legendäre. Hm, ich geh das mal hier runter. Sieh doch mal, wie alt manche dieser Flechten sind. Viel älter als der Lichtbrunnen oder unser gefangenes Hafkufer übrigens. Was für eine einfühlsame Perspektive, Mimir. Tja, wenn man ein paar Winter lang am Hintern eines stämmigen Gottes hängt, ist man für jede neue Perspektive dankbar. So, und jetzt können wir schon nur noch hier rüber, ne? I guess. Ach, und jetzt müssen wir verklettern. Ja, natürlich. Wenn da runter gekonnt, ich glaube, nein. Okay, darüber, Swingy. Scheint auch die einzige Möglichkeit wieder. Alles fein, so far. Hier schneit es gemütlich rein. So, easy, ne? Das ist quasi ähnlich wie diese Kristalle zu zerbersten im... Boah, wo waren das? War das auch Alfheim? Weiß jetzt gar nicht. Das könnte auch Alfheim gewesen sein, wo wir zuerst diese Spiegel gesehen haben, ne? Okay, der kleine Assis, da ist wieder irgendwo ein Nest. Ich sehe es schon. Also ich sehe das Nest nicht, ne? Aber nachdem die alle aus derselben Richtung und halt einige kommen, dann heißt das halt für mich, hier gibt es ein fucking Nest davon. Ne? So einfach ist das. So, hier ist eine Truhe, die hat sich ein bisschen versteckt. Ein bisschen Mario-Style hinter uns. Aber kriegen wir hin. Aber bisher. Na gut, irgendwie sind wir wieder in den verdeckten Sand. Aber gut, das wird jetzt wieder so ein komisches Ding. Bei dem wir nicht zwingend auf der Map. Also wenn wir auf der Map irgendwo hovern, nicht mehr zwingend da sind, wo wir sein. Wo ich vermute, dass wir sind, aber dann doch Sachen finden, die dazu gehören, so, ne? Wenn das irgendwie Sinn macht. Wahrscheinlich nicht. Was. Ah, die, ich wollte schon sagen, was fleucht hier? Batz, batz, batz. Batz. Irgendwo ist noch einer anscheinend. Wird schon hochkommen, oder? Na komm. Nö, will er nicht hoch? Ist hier oben irgendwas? Da unten ist einer.
So, ne? Wenn das Vieh nicht zu mir will. Okay, das ist das Wissen, I guess. Oder? Das Rune, dieses Runending erzählt noch als Wissen, ne? Ich glaube. I think so. Okay, wieso kämpfe ich jetzt wieder gegen Alben? Wieso muss das? Slash. Slay. So. Alben sieht man nicht oft unter dem Ödland, oder? Gebiete wechseln in Alfheim oft den Besitzer. Es scheint zumindest. Hier können wir irgendwie durch. Hier müssen wir auch durch. Okay, dann klappern wir es mit den Rest ab. Wie gesagt, da drüben die Runen habe ich ja gesehen. Naja. So. Was steht da? Da würde der Leichnam da unten wohl nicht zustimmen. Ich finde es schön, dass die das kommentieren, bevor wir wissen, was da steht. Kein vergebliches Opfer. Darunter liegt ein Leichnam. Ich frage mich, ob die arme Seele dies vor ihrem Ende schrieb oder ob es von dem Unhold geschrieben wurde, der dieses herbeiführte. Gute Frage. So. Wo sehen wir hier? Da, die Baue. Das Wissen haben wir, genau. Genau, das ist jetzt das Wissen. Es fehlen weiterhin das Artefakt und die beiden legendären Truhen, die wir scheinbar aber nicht hier finden werden. Denn, I guess, das war's hier, richtig? Dem scheint so. Jetzt bin ich in der Küche. Sehr schön. Gönn dir. Was ihr bitt? Was ihr bitt? Hier ist nüchte. Gut. Dann ab. Ne, ne, erst hier. So. Erst Randale. Dann rein da. Na, natürlich. Warum frage ich? Warum frage ich? So, des Weiteren suchen wir immer noch ein Artefakt und zwei legendäre Truhen. Wenn jemand etwas sieht, bitte einmal kurz aufschreien. Da unten geht's weiter. Also denke ich mal, dass wir hier was holen können. Haben wir einen Spiegel oder so? Nee. Ich brauche wieder so Special-Dings. Ne? Wir brauchen hier einen Bouncy-Bouncy. Ah, okay, okay. Das, ist das ein Spiegel? Ah, den können wir drehen, natürlich. Dann wird das nämlich ein Spiegel. Dann können wir nämlich den hier machen. Batz, batz. Und dann essen wir da durch. So, ganz einfache Geschichte. Dann haben wir eine Truhe, die keine legendäre Truhe ist. Also warum die Mühe? Aber ist auch egal. No? Richtig, ist keine legendäre Truhe. Das ist super, das freut mich. Aber zum Glück haben wir es trotzdem getan. I'm so grateful. So, uiö, ab in die Tiefe, I guess. Können wir hier irgendwie runter oder so? Nee. Don't look like that. Aber, wo müssen wir denn hin? Können wir doch runter? Ach, da, ja, ich hab's schon gesehen. Also, da schießt die rein, dann ist hier ein Spiegel, dann können wir hier, genau, ja, alles ganz offensichtlich. I know. Gut erkannt. Lasst uns weiterziehen. I know. It was very obvious. So. Sehe ich von hier schon irgendwas? Nee, tatsächlich nicht. Irgendwie sehr weitläufig das Ding hier. Dementsprechend sehe ich irgendwie vorher gar nichts. Da unten ist ein Dingsi, da kommen wir anscheinend noch hin, I guess. So, und jetzt hier runter. Hallöchen. Huch. Über dir, Kratos!
Na gut, dann müssen wir halt doch irgendwo da hoch, wa? Batz. So. Ah, okay. Ist im Moment, wenn Freya gefühlt schon alles alleine macht. Hier ist Wissen. Ne, Artefakt. I guess. Hoffe ich. Hä? Ne, da. Schieß doch da. Was willst du von mir, Diggi? Komm doch her. Was ist denn mit dem? Was, wo denn? Da drüben. Dann soll er hochkommen. Genau wie der andere Dulli. Und da ist noch einer. Das ist super. Ja, also erstmal instant genockt. Da kommt halt die Schnauze. Bam. Bam, Batz. Batz. So. Ah, guck mal. Guck mal, hätten wir das mal vorher gehabt. Den Skill, wa? Wobei, wahrscheinlich haben wir den schon gefightet und wussten es noch nicht mehr. Da war doch die Kugel. So. Ist das das Artefakt? Nee, das Hacksilber. Ficken. Entschuldigung. Wozu Babys bekommen, wenn es nichts gibt, was sie nähren kann? Sie wollen ihre Kinder vor einer rauen Welt schützen. Nachvollziehbar. So, ist hier irgendwo irgendwas? Hier ist da auch gefühlt auch kein Loot hier unten, ne? Ist aber auch weird. Da oben, warte mal. Komme ich da hoch? Ne, scheint nicht, oder? Von da oben vielleicht da hoch? Okay, warte, warte. Das muss ich kurz auschecken. Warte mal, da oben ist ja noch so ein blaues Ding, ne? Ne, ich bin hier rübergekommen. Warte, warte, warte. Irgendwie muss ich doch da hochkommen. Oder? Moment mal. Komm ich da hoch? Hier komme ich nur in die andere Richtung, oder? Dann komme ich ja auch irgendwie nach links quasi. Nee, nicht hier lang. Nee, komme ich halt nicht, ne? Da oben ist auch so ein rotes Dingens. Das erwische ich aber halt nur von links. Das rote Dingen erwische ich nur von, wenn ich da oben bin. Safe Call. Das hier. Also muss ich eigentlich von hier nach da, darüber. Aber wohin würde ich dann gehen? Wieso sollte ich überhaupt da hochkommen? Oder das wird nachher der Ausgang, wo wir durchbrechen, das wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben. Maybe? I don't know. Auf der anderen Seite, vielleicht finden wir es gleich raus. Vielleicht ist er das einfach. Vielleicht gehen wir einfach hier lang. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich wüsste jetzt keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Okay, da ist eine Truhe tatsächlich. Jetzt macht es mich doch curious, ne? Bin ich ehrlich. Wir gucken noch mal. Ganz kurz, ja? Ganz kurz. Wir gucken mal. Ich würde vermuten, dass wir dann von woanders gleich dahin kommen. Ich höre auch schon wieder so ein Vieh kläffen. Aha. Das müssen wir aber auch am besten von da oben machen, wa? Ist das vielleicht das Artefakt? Okay, jetzt bin ich erst recht curious. Hä? Okay, 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 okay. Wie könnten wir da hoch gelangen? Können wir vielleicht einfach von da drüben jumpen und ich hab's noch nicht gesehen? Nee. Ah, das Ding. Okay, Spiegel. Wo ist hier ein Spiegel, von dem ich auch effektiv reflekten kann? Pass auf, jetzt unter dem Vieh oder so. Hier können wir kaputt machen. Dann kommen wir da hochklettern und dann kommen wir da rüber. Yes, yes, yes. Okay, so viel ist klar. Jetzt ist nur die Frage, von wo müssen wir die Axt werfen? Und hier? Was davon ist ein Spiegel, von dem sich effektiv abbouncen lässt? Das sieht gut aus, aber anscheinend reicht das nicht.
Okay, vielleicht sehen wir das von da oben. Okay, wir gehen nochmal hoch. Vielleicht können wir den Spiegel von da oben sehen. I guess, I hope. Ja. Let's go. Let's go. So, jetzt gehen wir darüber. Dann klettern wir darüber. Das ist so gut. Hätte ich die Kletterzeichen gesehen, wäre ich vielleicht auch früher darauf gekommen, dass man da hinklettern muss zu dem Punkt, ne? So, jetzt haben wir nämlich das. Und von hier oben können wir wahrscheinlich auch das andere Ding. Heelsberührung. Ist ganz cool, weil es mit Betäubung ist, ne? Aber unsere ist halt besser. Na gut, unsere ist auch hochgelevelt, muss man auch sagen. Aber trotzdem. So. War mir klar, dass ich das Ding jetzt mal kurz verschrecke mit der Axt. So, reicht das von der Seite? Yes. Und da haben wir dann auch nicht die, nicht das Artefakt, oder? Nee. nee, haben wir nicht, aber wir haben beides kaputt gemacht. Sehr schön. So, jetzt können wir ruhigen Gewissens weitergehen, glaube ich. Ah, satisfying. Hopp, hopp. Hoppa. Auf Vieh. So. Ah, Klassiker. Ja, vor allem, weil, also der hat jetzt nichts, ne? Also gar nichts. Der hat jetzt zerbrochene Runen, das war's. Komm ich hier runter? Nee. Okay, ich kann hier durchschallern, aber das ist halt nicht das Einzige. Das heißt, es macht keinen Sinn. Von der Seite. Irgendwie müssen wir von unten, doch, wir müssen irgendwie von unten ranschallern. Ah doch, ich komme doch runter. Okay, okay. Bin nur doof. Wieso leuchtet das hier? I don't know. Line up und wabam. So, liegt hier unten irgendwas? Nö, hier sehe auch nichts. Ah, und hier ist das andere Dingsi-Bumsi. Ob die beiden begreifen, vor welcher Wahl sie in Freiheit stehen? Zack. Der Lebenszyklus der Hafgufas. Oh. Um sich fortzupflanzen, müssen sie ihr Licht an ihre Kinder. Okay, wir können hier durchschalten, aber ich guess erst später, weil wir erst das andere Ding machen müssen und dann Ast davon im Weg ist. Jetzt meine starke Vermutung, wa? So, das hier ist so ein scary Ding. Dann können wir das hier wegmachen. Piu, piu, piu. Und dann können wir die andere Seite machen. Huch. Wollen wir einfach die Achse unterwegs rufen, weil jetzt hier der Ast, der zwischendrin weg ist. Wir machen piu, piu, piu. Und ich bin einfach ein absolutes Genie. Das war's noch nicht, oder? Nee. Moment, wo ist noch was? Ach, unten ist auch noch ein Spiegel. Moment. Ah, ne, Quatsch. Den Spiegel hatten wir. Damit hatten wir das Ding da über uns kaputt gemacht. Ja, ja, alles gut. Den haben wir schon geused. Ah. Ah. Jetzt bin ich ein Genie. Sehr schön. Lassen wir es frei. Ja, dann mal zurück nach oben. Ja, aber auf dem Weg nach oben müssen wir ein Artefakt und eine Truhe finden am besten, ne? Ah. Das ist eine Truhe. Und da liegt ein Artefakt. Das ist ja ein Zufall, wa? Sachen gibt's. Batz, so, Batz, Ratsch, Zacki. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn er mal für die Executes auch, keine Ahnung, ich execute eine Unit mit meiner Axt, aber der nimmt trotzdem irgendwie mal die Klinge dazu. Da finde ich das ganz cool, wenn er mal die Waffe wechselt quasi, ne? Muss ich zugeben, hier liegt ein Lichtalb, passiert. So, quasi, ne, kein quasi leider. Eine Pfeife. Ich habe mich selbst gefunden.
Entschuldigung. 4 von 6. Eine zeremonielle Pfeife. That's literally me. Angesichts Freyas Temperament kann man sich gut vorstellen, dass sie sehr oft zum Einsatz kam. Nicht, dass ich es ihm verdenken könnte. Es heißt, dass bestimmte Exemplare der Flora Alfheims besonders gut zur Entspannung geeignet waren. Ach so, das ist gar keine Musikpfeife. Ah, das ist wohl noch eine, so eine Sache, deren der Fimbulwinter die Welten beraubt hat. Und das ist schade. Ich hätte nämlich gern herausgefunden, ob ich in meiner derzeitigen körperlichen Verfassung einen halluzinogenen Nutzen aus den Kräutern Alfheims hätte ziehen können. Ja, wir können das auch mit anderen Kräutern versuchen, wa? So, die Truhe und damit sollten wir die Dings... Flüstertafel. Flüstertafel ist, glaube ich, ganz nice. Ja, sehr schön. Waffen. Chaosklingen. What have we done? Ach, wir haben irgendwie eine Dingsie gemacht. Gelevelt haben wir das Zeug jetzt alles, ne? 3-3. Also die Skills. Yes, 3-3. Schild. Können wir nicht. Rage. Wollen wir nicht. Reliquie. Die machen wir mal. Wobei ich auch verlockt bin mal. Was ist das jetzt? Nahkampfschaden. Ich bin auch mal verlockt, das mit Mimir zu machen. Schockwelle, Gegner. Hohe Betäubung. Das ist natürlich auch cool eigentlich, ne? Weltenverschiebung interessiert nicht. Bifrost Chakra. Boah, weiß ich nicht. Ein Rage-Schub interessiert. Was machen wir? Betäubung oder die Bifrost-Explosion von Mimir? Wenn ich schon sonstig ändere, können wir mal ein anderes Relikt. Ein anderes Reliquit. Na, Deckel sind kompliziert. Na gut, wenn wir schon mal, ne, wenn wir sonst schon voll auf Betäubung gehen eher und einfach weil es Mimir ist, nehmen wir mal das Hulu-Projekt Nummer 9, auch weil es irgendwie einen coolen Namen hat. Mit der Bifrost Explosion. Das müsste jetzt das neue Ding sein, ne? Immer noch unangenehm. Okay, ist das cool? Weiß ich nicht. Ich bin mir schon gar nicht mehr so sicher, ob das so cool ist. Das macht bestimmt Ultra Damage, ne? Aber. Ha. Huh. Ich upgrade das schon auch einfach mal. 5? 53? Ja, haben wir. Wir haben so viel EP mittlerweile, ne? Ich will auch das mal testen. Weil das Problem ist, was ich ein bisschen Problem mit habe, ist, sind. So Reliquien, die lange brauchen beim Einsetzen, die so lange Cast-Zeiten haben, weil halt, ne, wenn das die Gegner während das nicht komplett außer Gefecht setzt, oder wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, dann eröffnet das halt Fenster, in denen nicht angegriffen werden kann. So ein Ding ist das. Die Kiste nehmen wir schon mit Freya, ne? High Risk, High Reward, weiß ich halt nicht, ne? Weiß halt nicht, wie der Damage ist, ne? Ob das wirklich so High Reward ist, kann ich halt schlecht beurteilen. Außer natürlich, ist mir schon klar, dass ich es nicht beurteilen kann, wenn ich es nicht versuche, ne? Aber, ja, ne? Ich meine, wenn ich die Wahl habe zwischen High Risk, High Reward und Low Risk, High Reward, dann nehme ich halt Low Risk, High Reward, weil, ne? Weil High Reward so oder so, dann might as well, senke the Risk, und so. Vielleicht ist es nur eine Geschichte. Ein Zeitvertreib. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, aber. Ich bin so gut, ich habe noch nicht mal gesehen, was da oben ist, aber ich habe den Spiegel gesehen und weiß, dass es nützlich sein wird. So gut bin ich. Stimmt. Okay. Du bist der bessere Erzähler. Ah, nicht so bescheiden, Bruder. Du hast es seit den lakonischen Fabeln weit gebracht. Ist schon gut. Erzähl die Geschichte, Kratos. Hat das gereicht? Tochter des Schmieds konnte seine Geschichte. Ich meine, anscheinend offensichtlich nicht, sonst könnten wir hier weiter, I guess, ne? Denen schützen wollte, die danach trachteten. Tja, immerhin ist die Geschichte. Huch.
Ja, wir müssen das Ding hier irgendwie drehen. Aber wir sind in einem ultra schlechten Engel, um das zu drehen. Haben wir einen besseren? Den hier? Ich komme halt nicht so hoch. Hä? Oder muss ich sie nach und nach töten? Weil das sind drei oder so von den Dingers, ne? Okay, hier erwische ich mich schon mal ein. Sehr nice. Weiß aber nicht, ob mir das schon hilft, weil da oben ist halt noch einer, ne? Das ist nice. Ich komme direkt nicht ran, ne? Ich guck mal hier hin. Vielleicht. Ja, ich dachte mir schon, vielleicht ist da ja noch eine Ebene, von der wir dann besser rankommen. Habe ich schon fast erwartet. Ah. So, dann arbeiten wir jetzt hier quasi hoch, ne? Ja. Hätte ich aber auch früher drauf kommen können, wa? So, jetzt haben wir nämlich den. Tutti kaputti. Huch. Dann kommen wir da hoch. Ich mach die Spiegel. Ja. Und hier ist genau die Wand, vor der wir vorhin standen. Von der ich vermutet habe, dass wir hier rauskommen, ne? Zack, bam. Dann sind wir wieder da. Ist auch nice irgendwie. Auch ein Skill, den ich nie... nutze es wirklich, also gut, weil es aber auch selten so Möglichkeiten dazu gibt, aber so ein Mid-Air-Axt zurückholen und dann einen, ne, so ein Jump-Hero-Landing-Damage-Bums, weißt du? So ein Ding. Muss ich hier hoch? I guess. Soll ich sonst hin, ne? Bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich rausfinden. Wenn ich kletter, mal wieder runter. Ist immer noch Sturm? Nee. Kein Sturm mehr, oder? Ja doch, irgendwie ist hier noch Sturm, ne? Irgendwie ist hier noch Sturm. Haben die den jetzt nicht freigelassen, oder was? Also wir haben den... Ja? Ah, nee, stimmt. Wir hatten ja letztes Mal auch so ein... So eine Wurzel, die wir noch durchtrennen mussten dann. Ja. I remember. Terpe! Yeah! Und boy, und jetzt wird's wieder wunderschön. Release the Kraken. Gufa total. Okay. Wenn meine Geschichten kein Trost sind, tröstet dich vielleicht, dass du nur das Beste für deinen Sohn wolltest. Oha. Nein, nicht wahr? Und sie sind es auch nicht mehr. Nice. So, wir gucken kurz in den Kodex. Wo ist der Hafgufa? Wo ist der Hafgufa? Bestie? Unwahrscheinlich, ne? Monster? Unwahrscheinlich. Protogons. Cider. Offensichtlich nicht. Ist das bei... Ist das bei Freunde? Ja. Die Hafgufas wurden freigelassen und die Sandstimmen der Wüste sind abgeklungen. Nach der Wiedervereinigung verbanden sie sich Gebaren und Starren. Ihre Spezies wird weiterleben. Ich bin froh, dass wir sie befreien konnten... Und dass ich diese Zeit mit denjenigen verbringen konnte, die mir nahe sind. Außer meinem Sohn. Aber ist ja egal. Diese Kreaturen erinnern einen daran, dass die Zeit, die wir mit unseren Lieben haben, kurz ist und dass es keine Garantien gibt. Ich werde mich liebevoll an diesen Moment zurückerinnern.
den ich liebevoll ohne meinen Sohn verbracht habe. Gezeichnet Kratos. Super Dad. Ah. Oha. Tschüss. Unglaublich. Ist das ein schöner Thumbnail? Also die ist jetzt nicht mal so weit hergeholt, also Safe Call gibt's das. So, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt's Sachen, die deutlich weiter hergeholt sind, die es da draußen gibt, ne? Wir haben hier Gutes getan. Ja, gut, dann gehen wir nach Hause. Tschüss. Wir gehen auf jeden Fall noch nicht fertig mit gucken. Können wir den Kopf wegstecken? Oder witnessen wir jetzt die Geburt eines neuen Hafkufa? Ne. Sind die tot? Doch noch, oder? Wer weiß, was uns in einem neu erleuchteten Ödland alles erwartet. Okay. Wir bleiben. Wie weit das hier wohl reingeht? Ich hoffe nicht so weit, ne? Ganz ehrlich. So. Okay, ich sehe da drüben schon was. Sehe ich da oben was? Nicht wirklich. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich weiß, dass ich da oben rein scheppern kann. Also scheppern wir da oben rein. So ein Ding ist das. Ich weiß, dass... Hä? Ha, achso, danke. Ich wollte sagen, ich weiß doch, dass ich da rein scheppern kann. Sag mal Reaction Timer. Achso, meine Axt. Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Oh, das ist aber eine ziemlich große Tür. Ich will eigentlich gar nicht wissen, wo die Tür hinführt, bin ich ehrlich, ne? Weiß ich nicht, ob das wissen will. Spektakulär. Gut, dann können wir das hier wegmachen. Können wir nicht von da hoch. Ich weiß nicht, warum ich jemals dann von da nochmal hoch sollte, aber ich könnte. Okay, so wie ich das gesagt habe, ist mir eingefallen, vielleicht kann es natürlich sein, dass jetzt dahinter gleich irgendwas Ekelhaftes kommt hinter diesem Tor und ich dann feststelle, ja gut, ich will doch wirklich später nochmal hier hoch. Ja, das ist sehr gewaltig, deshalb gehen wir erst hier durch. Das ist nämlich nicht so gewaltig. Das ist bei weitem nicht so gewaltig. Oh, guck mal, lauter kleine Oha! Lauter kleine Poros quasi. Ein Riss. Let's go. Artefakt 5 und 6. Yes. Ein Abzeichen mit Freyrs Bildnis darauf. Angefertigt von und für Alben, die den jungen Gott und seine Friedensbemühungen unterstützten. Auf dem Höhepunkt von Freyrs Popularität schmückt dieses Abzeichen mehr als die Hälfte aller Albenhäuser. Sie repräsentieren die eine Sache, die in kleinen Mengen von unschätzbarem Wert und in Großmengen gerade dazu tödlich ist. Hoffnung. Poetisch. So, Lindwurm oder mehr? Kein Lindwurm. Ein kleiner Dicker. Zwei kleine Dicke. Aua. Easy. Yay. We did this. Das ist noch was. Yeah. Ist noch ganz schön viel, ne? Hier verboten. Okay, verbotene Sande sind wir jetzt da. Boah, 7 Wissen. Wie viele Rahmen haben wir? 4 insgesamt. Na gut. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel hier in diesem Turm. Wir gehen jetzt hier einfach rein, ne? YOLO. Hä, Digga, wieso? Nee, komm. Das ist bodenlos. Nee. Ah, okay, wir gehen hier nicht rein, weil wir zwei, nicht nur fehlen uns ein Schlüssel, uns fehlen sogar 2 Schlüssel. Das ist ja bodenlos. Die Schönheit einer verschlossenen Tür. Dahinter könnte alles sein. Monster, Schätze, bei unserem Glück vermutlich beides.
True, 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 very true. Na gut, dann gehen wir hier hin, ne? Das Halbmeiligtum. Wir gehen mal in diese Richtung. Hoppen, steigen Sie ein, junge Frau, Dame, wie auch immer. Wie alt ist Freya eigentlich? Na gut, das ist eine Göttin, die ist wahrscheinlich sehr alt. Ja, bestimmt ist das das Heiligtum, von dem Pikwir in Bannerheim sprach. Na gut, hier gibt es so bestimmt einen Schlüssel, oder? Safe Call. Safe Call gibt es hier einen Schlüssel, oder? Sollte mir da Sorgen machen? Vermutlich. Werden wir trotzdem da reingehen? Vermutlich. Hi. So. Ah, hier. 6 von 6. Oh, setz mir das auf ein Horn. Let's go. Artefaktet. Nummer 2, glaube ich, komplett, oder? Ich glaube zweimal. Ein recht hübsches Schmuckstück, das von einem der Freyr-getreuen Lichtalben gefertigt wurde. Es scheint ein Armband zu sein, das von Hand an Freyrs Handgelenk angepasst wurde. Was die Frage aufwirft, warum wurde es weggeworfen? Besaß Freyr einen solchen Überfluss an Geschenken und Schmuck, dass es einfach kein Platz mehr dafür war? Oder trug es vielleicht eine Weile und nahm es dann ab, womöglich aus Wut oder Scham oder einer Kombination aus beidem? Als er nach Vanaheim zurückeilte, um Freyrs Hochzeit zu verhindern? Who knows? 2 von 3 Artefakten. Das steht. Nein. Das sind alle Tribute meines Bruders. Sollen wir sie behalten? Nö, wir verkaufen sie. Wenn Freyr sie nicht wollte, als er Alfheim verließ, können wir sie auch den Zwergen verkaufen. Ja, machen wir auch. So, wir sind... Oha. Also ich hoffe, ich denke, dass hier und auch da, wo die Schlüssel brauchen, natürlich ein großer Teil der Sachen sein wird. Ich denke, wir werden da wirklich viel davon abarbeiten. In der Wüste selbst wird nicht so viel rumliegen, denke ich mal, ne? Außer vielleicht so einem Berserker-Grabstein, vielleicht noch einem Riss, sonstigem, ne? Nicht das Rüsten, sondern natürlich, ich hoffe auch, dass viele Raben in so Gebilden sind und nicht wild in der Wüste rumfliegen. Einen hatten wir schon, ne? Vielleicht war es ja der Einzige. Dementsprechend ein bisschen Ohren offen halten und die Augen. Das sieht aus als das, wo wir den Boss da bekämpft hatten, ne? Feierabend, Digga. Okay, da hoch geht's auf jeden Fall schon mal. Hacksilber? Natürlich nur Hacksilber. Oh. Okay. Hier. Hm. Historiker. Achso, ich... Oh, ich hasse das. So, Regel... Boah. Manchmal kommen so die, Dingsies dazwischen, ne? Wo ist es? Hier, Regeln des Heiligtums. So wie eine Halle bei Barry, Digga. Holy shit. Eine Halle bei Harry Potter. Na, weiß nicht, ein bisschen zu viel Gold und so dafür, ne? Bei Harry Potter ist das, glaube ich, ein bisschen schlicht. Oder was heißt, glaube ich, bei Harry Potter ist, würde ich sagen, ein bisschen schlichter gehalten. Alle Besucher sind in der Bibliothek zu absoluter Ruhe angehalten. Dies gilt auch für die Vorhalle, den Durchgang in die große Halle, das Zwischengeschoss und den oberen Kreis. Bücher dürfen unter keinen Umständen aus den Räumlichkeiten entfernt werden. Zuwiderhandlungen werden mit dem Tode bestraft. Oh, schü. Abschriften jeglichen Textmaterials aus der Bibliothek sind ausdrücklich untersagt. Beschädigungen am Bibliotheksmaterial aufgrund von Nachlässigkeit, einschließlich Verknittern, Falten, Notizen etc. werden auch, wenn diese Schäden versehentlich waren, nicht toleriert. Okay, einfach Kopf ab, ne? So, oh, aus Versehen geknittert, zack, Kopf ab, Digga. Essbares, Tränke und andere Flüssigkeiten jeglicher Art sind verboten. Besucher müssen vor dem Verlassen der Bibliothek beim Bibliothekar vorstellig werden. Verstöße gegen die Regeln werden unmittelbar und im Ermessen des anwesenden Bibliothekars. Ja, also das mal, ne? Hab ich keinen Bock drauf. Sei wie es ist. Oh. Die stammen also von Dvali. Kennst du ihn? Ah, noch eine Seite. Oha, noch ein Wissen. Seht ihr, das ist das, was ich meinte. Ich hoffe, dass viel davon hier ist. Eine Untersuchung der zeitlichen Relevanz. Puh, ganz außer Puste, so viel lesen heute. Heute Abend sinniere ich über den Duft eines Buches. Auch so viel zu Stimme schonen und so, ne? Und halt schon, aber bisher geht's ja. Alles easy. Wenn das Papier frisch ist,
verströmt es die sanfte Note der Pflanzen, aus denen es gemacht wurde. Leicht, blumig, mit einem Hauch von Süße. Mit der Zeit altern die Saiten, sie vergilben, ein Riss entsteht aus jeder Berührung, die nicht mit äußerster Sanftheit ausgeführt wird. Der Duft wird härter. Frisch zu Beginn verwandelt es sich in einen erdigen Moschusgeruch aus Staub und Wüstenluft und Insekten. Diese Ephemera, die so vergänglich ist wie wir selbst, vertrauen wir das gesammelte Wissen unserer Albengeschichte an. Ist dieses Unterfangen töricht? Ich muss gestehen, dass ich trotz der flüchtigen Natur der Existenz, sei sie aus Fleisch oder Papier, die Freude mit Tinte auf einem Blatt zu schreiben, nicht gegen alle Schätze von Alfheim eintauschen würde. Das sind Sätze, Digga. So viele Kommas. Können wir da nicht einfach ein paar Punkte hinsetzen, Digga? Sehr anstrengend zu lesen. Also literally. Und vielleicht auch, weil ich im Augenwinkel nach oben geschielt habe. zu NXT. Muss ich vielleicht auch gestehen. Das ist eine kleine Truhe. Sie zu verbergen, dient nur jenen, die ihn in die Länge ziehen wollen. Nehmen wir uns ein Beispiel. Hier ist so safe irgendwo ein Rabe, oder? Also irgendwo hier drin muss ein Rabe sein. Darauf können wir schon mal vorbereiten. Oha, guck, hier ist legendäre Truhe. Oha, hier ist einfach alles, Digga. Noch mehr Seiten? Nein, bitte nicht nochmal in den Turm. Nicht nochmal jetzt in den Turm, bitte. Ich glaube, Carmelo Hayes hat gewonnen. Wo war das? Ziele. Schatzkarten. Oh, das ist der andere. Ah, nee, das ist vor dem anderen. Nee, da waren wir vorhin. Okay, das finden wir easy. Da waren wir schon. Das ist vor dem Ding, wo wir zwei Schlüssel brauchen. Das ist super easy. Die Musik gefällt mir nicht. Ein Yggdrasil-Juwel. Das gefällt mir sehr gut. Das ist doch das, was wir für die, für das Amulett brauchen, oder? Um das abzugraden, richtig? Glaube. Hier ist dann noch mehr, Digga. Quasi! Ist das quasi? Das ist nicht quasi, oder? Das Tagebuch des Konsulta. Das Buch ist versiegelt, aber es gibt eine Inschrift. Das Konsulat. Pickwere sprach von einem Verbannten gleichen Namens. Er würde sicher gern einen Blick auf genau diesen Text werfen. Ah, das war das Alpenheiligtum. Okay, das war die Quest quasi, für die wir hier sind. Okay. Wir haben ultra viel war hier, ne? Letztendlich so. Leider sehen wir halt nicht, was hier wirklich drin ist, ne? Das ist ein bisschen schade. Das ist so eine extra, so ein extra Bereich. Aber nicht mit so einer, ja, quasi nicht mit eigener Checkliste. Das heißt, wir wissen jetzt nicht safe, ob wir hier drin was vergessen haben oder nicht. Aber außerdem hier sehe ich nichts mehr. Das waren jetzt drei Wissensdinge oder so von den sieben schon allein hier drin, ne? Die Hüter des Wissens. Wir sind die Verwalter der Wahrheit. Die Hüter des Wissens, die Beschützer dieses Archivs der Erleuchtung, das sich bis zu unseren frühesten Schriften erstreckt. So alt wie der Sand. Es ist unsere heilige Pflicht, unser Albenwissen zu schützen und zu verhindern, dass es in die Hände derjenigen fällt, die das innerhalb dieser Wände verborgene Wissen nicht zu schätzen wissen. Ironic. Den unwissenden Massen darf man nicht zutrauen, es nicht von ihnen verlangen, diese Wahrheit zu verarbeiten. Ihnen fehlt die geistige Kraft, die zwiespältige Natur bestimmter Offenbarungen auf- und anzunehmen. Diese Unterdrückung ist keine Grausamkeit und kein Versuch, die Kontrolle zu übernehmen. Es ist Gnade, schlicht und einfach. Das darf niemals in die Vergessenheit geraten. In Vergessenheit geraten. Genau, jetzt haben wir schon 5 von 7 Wissen plötzlich. Einfach aus dem Gefühl nichts. Hier noch was? Nö. Okay. Doppelcheck, aber so viel wie hier war, ne? Gefühl, also gut, das hätte ich auch nach 3 oder 4 von den Dingern schon gesagt. Hier kann nicht mehr viel mehr sein noch. Über Ultraviel, aber gut, das ist halt eine Bibliothek, ne? Irgendwo macht das Sinn. Mal die Ohren auf. Vielleicht mal NXT aus, weil NXT ist durch. Mal ein bisschen Pause bis zu WrestleMania. Ich höre keinen Rahmen. Sag ich, wie es ist. Und auch hier höre ich keinen Rahmen. Okay.
Bibliothekarin will mit uns reden. Wo kommt die Bibliothekarin her und wieso muss ich ihr aufs Maul hauen? Klingt, als wollte sie das Buch zurück. Nein. War ja irgendwie klar. Ich will dir nicht sagen, aber vielleicht sollte sie beim Bücherlesen bleiben, wa? Also, no front. Ja, war ich halt ein bisschen weit weg für, wa? Werde ich ein bisschen cocky vielleicht? Ja, sollte ich locker machen, ja. Außer, ich werde cocky, weil ich schon gesehen habe, dass die... Verhältnis, dass sie easy sein müsste. Huch. Richtig. Nö. Tut sie nicht. Los, Alpha. Fort. Wer gewählt hat. Helga braucht ihn an. Ja. Ich glaub, sie beschützt sie, indem sie all dieses Wissen verbirgt. Die Alben müssen nicht vor ihrer Geschichte beschützt werden. Sie brauchen Wissen. Ein neues Kapitel beginnt. Und sie so, okay, alles klar. Das war's? Kein Loot, kein gar nichts? Bodenlos. Absolut bodenlos. Ich bin beeindruckt. Ja, ich auch. Ich auch. Als wir letztes Mal hier waren, nach Fays Tod, fütterte ich einen bedeutenden Alp. Aber gut. Ja gut, das nächste, was wir sehen, ist der Berserker-Grabstein tatsächlich, ne? Aber wir müssen ja sowieso in die Richtung, weil wir das Verschlüssel brauchen. Also, I guess, auf zum Berserker-Grabstein. Also wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung, weil wir unterwegs was sehen, dann sehen wir unterwegs was, ne? Wie hier zum Beispiel. Mehrere Sachen, die wir mitnehmen können. Da ist irgendwas, weil wir da hoch können. Wobei, das gehört, glaube ich, dazu. Ich denke, das wird der Angle zum Abwerfen von den Dingern. Nee, das ist ein Artefakt. Ja, quasi. Let's go. 11 von 14. Die Reise. Ein Gedicht voll stiller Melancholie von diesem Poeten quasi. Allein doch beisammen, nah doch fern voneinander. Unsere Schärpen uns fest umklammern. Es ist eine Kunst, das Miteinander. Ohne Worte stets reden. Durchschreite das Land, wie Vögel durch die Lüfte schweben. Mal Namen in den Sand. Mark Forster? Hä? Was? Reise? Ich hab keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ist das Minecraft, Digga? Nee, ich weiß wirklich nicht. I don't fucking know. Nee, wir müssen hier Bouncy machen, wa? Ah, und dazu müssen wir den aber irgendwie frei machen. Aber wie machen wir denn das? Okay, ich bin verwirrt. Klingen, I guess. Bei Frostphantom, also ich weiß nicht, ob wir müssen, aber wir tun es halt einfach. Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an. Das leuchtet die ganze Zeit, das ist ein fucking Phantom. Das ist eine LED-Kugel, Digga. Das leuchtet am laufenden Band. So, aber wo ist ein Stein? Da. Ich glaube, wir haben sie. I guess. Ich weiß nicht, wo die... Ach, die andere steht hier oben.
Okay, die haben wir nicht ganz geschafft. Was ist auf Englisch? Travel. Time Traveler? Time also ich weiß nicht, ich habe den Kommentar nicht weitergelesen. Wenn es da schon steht, keine Ahnung. Na, hätte ich fast, bin mir fast eingegangen, Digga. Okay, wo ist der letzte Stein, Digga? Ah, da! Okay, jetzt wird's dann aber eng, ne? Weil jetzt bin ich langsam ein bisschen low, muss ich zugestehen. Ich muss aber auch sagen, ich schaffe das nicht smart gegen diese scheiß Phantome zu spielen. Ne? Ich komme auf die Patterns oder so gar echt nicht klar. Also wirklich nicht. Ja, genau das. Journey, also Indie-Game, ja gut, wo ist der Witzen? Na los, Kratos! Einzige Indie-Game, das Spiel ist League of Legends. Gut, weil er ist Koop und muss anhelfen, weil das kommt. Okay. So, müssen wir jetzt von vorne anfangen mit dem Scheißvieh? Wahrscheinlich, ne? Aber wir haben auch mit Low angefangen, muss man auch dazu sagen, ne? Oder nicht mit Low, aber mit Hälfte Leben oder so habe ich angefangen. Muss man mir halt auch mal zugestehen, wa? Yo, Markus, was geht? Moinsen. Achtung, linke Seite! Ach, Digga. Ich. Nee. Nee. Ja, genau, jetzt mach's kaputt. Mein Vorteil ist, ich weiß schon mal, wo die scheiß Steine sind, wa? Gut so! Du musst die Quellen ausschalten, Bruder! Okay, wir haben so halb, I guess. Ich weiß nicht, ob es reicht, dass wir das auf zweimal da machen. I don't know. Sehr Ressourcen da gestern und heute. Was hier mit? Was guckst du? Oder ihr? Ja, soweit ganz gut eigentlich. Also, wir haben jetzt gedacht, wir testen jetzt einfach mal heute. Aber es scheint soweit ganz okay zu sein. Ein bisschen hier und da, aber nichts Wildes. Alles im tolerierbaren Bereich. Aber danke der Nachfrage. Guter Lee Sin Move da. Ne, so nicht. Gut. Dann sollten wir vielleicht ein bisschen hier drüben sind. Night Agent? Okay. Irgendwie dachte ich mir das schon. Eine Freundin guckt Night Agent. Ein Arbeitskollege guckt Night Agent. Soll sehr gut sein. Und jetzt habe ich irgendwie vermutet, dass nachdem irgendwie jeder Night Agent guckt, dass wir irgendwie von Night Agent reden. Da habe ich nie wie auf die Idee gekommen. Ist nur ein Bier so warm? Ist gerade sehr warm. Liegt es an dem Phantom? Ich glaube nicht. Is he dead? Was? Jawollo! Es werde ich bekommen und jetzt sind wir tatsächlich auf Ted Lasso? Ist das eng? Weiß ich nicht. Was ist das? Also, Night Agent habe ich schon von gehört. Ted Lasso nicht, bin ich ehrlich.